die Altstadt. Alte Bauten und alte Kneipen. Aber kann man hier auch wohnen? Klar, wir zeigen euch heute die älteste Arbeitersiedlung der Altstadt. Gebaut wurde sie um 1880 und hat seitdem schon einiges erlebt. Ein doch jahrelang umkämpftes Projekt, weil ab Ende der 80er Jahre die Wohnbau GmbH versucht hat, die Häuser zu entmieten. Die haben auch ganz klar gesagt, wir sind hier nicht Vermieter, wir sind Entmieter und haben dann eben auch versucht, mit verschiedenen Methoden uns hier rauszukriegen, rauszuklagen, uns zu schikanieren und einzuschüchtern. Das ist allerdings ziemlich nach hinten losgegangen, weil wir dann natürlich auch darüber berichtet haben und wir haben also eigentlich ziemlich viel Druck hergestellt, indem wir auch jedes Jahr ein recht großes Straßenfest gemacht haben ab 1990, also auch mit oft weit über 1000 Besuchern. Und das führte dann dazu, dass wir es eigentlich geschafft haben, das zum Politikum zu machen. Der Abriss wurde verhindert und die Bewohner konnten bleiben. Heute leben hier 60 Menschen und bestimmen gemeinsam über das Wohnprojekt. Und es gibt einen neuen Vorstand, der immer gewählt wird jedes Jahr und dann im Grunde die Entscheidung auch zusammenfällt, also mit der Bewohnerschaft. Und wir hatten früher immer ganz viele Fledermäuse unter den Dächern. Und da mussten wir natürlich einen Ersatz für die schaffen, Ersatzwohnraum. Den haben sie zum Glück auch angenommen. Das heißt, wir haben also tatsächlich hier Fledermäuse. Also ich sehe das immer so als zwei Säulen. Einmal diese materielle, selbstverwaltete, dann so die ökologische. War dann nochmal mit den Regentanks, die wir so im Garten installiert haben. Also hier sehen wir jetzt unser BHKW. Wie man sieht, sieht es nicht so spannend aus. Letztendlich nur ein isolierter Kasten mit einem gasbetriebenen Verbrennungsmotor drin und da drin noch der Generator, der, wie man jetzt gerade hört, auch den Strom produziert. Die Abwärme vom Kühler, die ja sonst verpuffen würde, wird hier über ein Rohrsystem, das sieht man hier auch ganz schön, rübergeleitet in die normalen Thermen. Dort auch isolierte Tanks, die dann das Warmwasser speichern und gegebenenfalls rechts dann nochmal zugeheizt werden. Das ist schon auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben sowas durchsetzen kann und dass es auch möglich ist, über einen langen Zeitraum eben anders zu leben, als es normal ist. Ich bin halt dafür, dass man eben so lebt, dass man viel Soziales eben im alltäglichen Leben auch leben kann. Dass man eben auch zusammen mit anderen Menschen zusammen Sachen erreichen kann und auch zusammenarbeiten kann oder auch zusammen feiern kann, sich auch mal gelegentlich streiten kann. Aber dass es eben eine lebendige Nachbarschaft gibt, aus der dann eben auch vieles Neues erwachsen kann und das dann persönlich dann vielleicht auch nochmal im alltäglichen Leben auch stärkt.